Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt ja kaum etwas, was so gut wäre, dass man es nicht noch besser machen könnte. Das gilt natürlich auch für unseren Sozialstaat, den ich für einen der besten weltweit halte. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum so viele Menschen aus aller Welt bei uns eine neue Heimat suchen. Gleichzeitig heißt das natürlich nicht, dass wir uns zurücklehnen dürfen. Wenn zum Beispiel mehr als 1 Million Menschen dauerhaft keine Arbeit finden, dann müssen wir überlegen, wie wir auch diese Menschen vermitteln können. Wenn es vor allem ältere Frauen sind, die ein hohes Risiko haben, in Altersarmut zu fallen, dann müssen wir uns überlegen, wie wir genau für diesen Personenkreis Lösungen finden. Und wenn es vor allem Kinder aus armen Elternhäusern sind, die ein hohes Risiko haben, wieder arme Erwachsene zu werden, dann müssen wir dafür Lösungen finden. Und es gibt natürlich auch kein System, das nicht im Einzelfall Ungerechtigkeiten hervorbringen würde. Auch unser Sozialstaat ist ein System, und es wird vielen, den allermeisten, gerecht. Aber es gibt immer, und das ist eben systemimmanent, Einzelfälle, die sich in einem solchen System ungerecht behandelt fühlen, für die tatsächlich vielleicht andere Lösungen besser wären. Eines aber wäre als Konsequenz aus diesen Selbstverständlichkeiten Grund falsch, nämlich das ganze System infrage zu stellen, den ganzen Sozialstaat infrage zu stellen. Und das wird auch nicht richtiger dadurch, dass man die Integration als Vorwand nimmt. Genau das aber tun Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, mit Ihrem Antrag. Sie wollen einen Mindestlohn von 12 Euro, das Ende von Hartz IV, eine Grundsicherung von mehr als 1.000 Euro, zugleich eine Rückkehr zur Rente mit 65, den vollen Zugang zu allen Sozialleistungen für sämtliche Migranten vom ersten Tag an. Das wären für jeden Asylbewerber ja dann auch nach Ihren Vorstellungen mindestens 1.000 Euro im Monat. 100 Milliarden soll es jährlich mehr kosten. Zum Vergleich, der momentane Sozialhaushalt beträgt 137 Milliarden. Sie schlagen also eben mal 70% drauf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Sozialstaat ist ein überaus leistungsfähiges und robustes Gebilde. Aber wenn Sie mit Ihren Ideen durchkommen, dann wäre er innerhalb kürzester Zeit am Ende. Und auch Neiddebatten, Frau Kollegin Dagdelin, helfen unserer Gesellschaft nicht weiter. Unser fein ausbalancierter Sozialstaat muss tatsächlich vor solchen Ideen geschützt werden. Und ich weiß, dass Sie das nicht gerne hören, aber ich will es Ihnen trotzdem in Erinnerung rufen, liebe Linksfraktion. Wir stehen eben nicht kurz vor dem Kollaps, wie das hier suggeriert wird. Es geht uns nicht wie damals der DDR kurz vor ihrem Ende. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist historisch niedrig, die verfügbaren Einkommen waren nie so hoch und nie zuvor waren so viele Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die allermeisten Menschen in unserem Land sind zufrieden und deswegen fallen sie auf ihren Sozialpopulismus auch nicht herein und die Wahlergebnisse der letzten Wochen haben das eindrücklich belegt. Und ich sage es Ihnen noch mal, es wird die Lage auch nicht immer schlechter. Im Jahre 2005, als Angela Merkel das Kanzleramt von Gerhard Schröder übernommen hat, hatten 64% der Erwerbstätigen Angst vor Arbeitslosigkeit. Heute sind es 25 Prozentpunkte weniger. Ich darf Sie daran erinnern, dass wir innerhalb dieser 12 Jahre Merkel von einer der größten Finanz- und Wirtschaftskrisen der Welt erfasst wurden. Das war 2009, 2010, so lange ist es gar nicht her. Und was ist passiert? Kein Land der Erde kam so gut raus wie unseres. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass unser Sozialstaat in diesen Situationen greift. Und ich möchte Ihnen noch ein Beispiel nennen. Gerade während der Flüchtlingskrise hat sich gezeigt, wie gut unser Sozialstaat funktioniert. Wir können die Aufgaben nämlich schultern, wir können Sprachkurse finanzieren, wir können die Menschen anständig versorgen, ohne Abstriche bei der sozialen Absicherung der Bundesbürger zu machen. Wir brauchen eben kein zusätzliches 25 Milliarden Euro Paket, das Sie wie eine Gießkanne über das Land verstreuen, um die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, wie gut die Integration funktioniert, dann lade ich Sie ein nach Bayern tatsächlich. Auch dort funktioniert nicht alles wunderbar, aber ich nenne das Beispiel deswegen, weil auch Bayern Geld in die Hand nimmt für die Integration, viel Geld sogar, 9 Milliarden Euro
zusätzlich. Aber wir gießen es nicht einfach über alle, sondern wir setzen es konkret dort ein, wo man es braucht für gute Integration. 1000 zusätzliche Lehrerstellen, zusätzliche Polizistenstellen, 100%ige Übernahme der Kosten der Kommunen für die Integration. So funktioniert es, aber nicht so, wie Sie es hier beantragen. Dankeschön.